Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist für Sie noch einmal die 93 Show mit einem außerplanmäßigen Horror-Special, ja. Also nachdem ich die anderen zwei Specials zum Aufgenommen habe, keine Ahnung, ob Sie es sich schon angeschaut haben oder nicht, hat der Basti gesagt, hey, weißt du was, für Halloween, da habe ich schon wieder was vorbereitet für dich. Darfst du noch spielen? Kannst du noch spielen? Ja, ich kann noch. Nur zwei kleine Anekdoten, ja. Bevor ich jetzt hier dieses Spiel gehe, also zunächst einmal, das Spiel ist Haunted Horror Fighters. Haunted Horror, kennst du das nicht? Ja, da gab es eine ganze Reihe von Spielen, von Horrorspielen, da eben im Sinne von Silent Hill? War es Silent Hill gewesen? Ich glaube schon, ich glaube ja. Und das ist jetzt ein kleines Spin-Off, wird also nicht so sein wie die üblichen Spiele, sondern so mit, auch mit Fight, Fight, Punch, Punch, Kick, Kick und so weiter, ja. Aber erstmal die kleine Erklärung, keine Sorge, an ihren Augen ist nichts verkehrt, warum sie mich jetzt hier nur in schwarz-weiß sind. Ich meine, die Jacke wäre schwarz-weiß, aber ich doch nicht. Da ist anscheinend irgendwie die Farbe ausgelaufen vom Bild, von meiner Webcam. Ich war aber selber verwundert, das ist nicht geplant, nein, nein. Ich habe die Webcam ganz normal gestartet und auf einmal war alles nur noch schwarz-weiß gewesen. Vielleicht ein technischer Fehler, irgendwie wegen einem Update oder so. Also wenn Sie, meine Damen und Herren, hier wissen, was der Fehler sein könnte, ich habe eine Logitech Webcam Pro 9000, dann lassen Sie es mich bitte wissen, weil ich habe versucht, es wieder farbig zu machen, weil ich sehe ein bisschen matt aus. Wie so ein Schachbrett, nur schwarz-weiß. Bisschen langweilig, oder? Also ich habe versucht, es zu beheben. Keine Ahnung, ob ich eine Lösung finde, ob es sich von selbst wieder behebt beim nächsten Treiber-Update. Keine Ahnung. Die zweite Geschichte, die ich erzählen möchte, was jetzt eigentlich eher schon auf die nächste Jahreszeit, auf die Weihnachtszeit hindeutet, ist, ich finde es einfach unglaublich unheimlich, unglaublich ununheimlich, wenn schon im Oktober, so Mitte Oktober, Adventskalender und allerlei Weihnachtssachen in den Supermärkten steht, da denke ich mir doch, hallo, es ist Oktober, Halloweenzeit oder zumindest November, St. Martin, aber für mich fängt Weihnachten erstmal so Ende November an. Aber ich gebe zu, ich habe mir einen Adventskalender geholt, einen von Kinderschokolade, yuppie yuppie, ein bisschen Schokolade für den Tag. Und bei der Kasse wurde auf einmal mich gefragt, ist da etwas mit Alkohol drin? Weil da anscheinend das Gerät erkannt hat, musste 18 Jahre alt sein. Und ich denke mir nur so, ja, ich zeig's, das ist Kinderschokolade, ich glaube nicht. Ja, das hier Altersfreigabe, ja, vielleicht weil das die Sachen einzeln verpackt sind, war dann mein nächstes Argument. Also, ich wurde beinahe hier, musste beinahe hier meinen Ausweis zeigen, um einen Kinderschokoladen-Adventskalender zu kaufen. Also, das ist doch wirklich erschreckend, oder? Unsere heutige Zeit. Gut, das waren meine kleinen zwei Geschichten. Wenn Sie mir bei dem ersten Problem helfen können, bitte gerne. Beim zweiten, wenn Sie ein bisschen schmunzeln konnten, dann freut es mich dann. Jetzt geht's los mit dem Horror, mit dem Fight. Au, das waren die Handknochen. So, neues Spiel, langes Intro. Jetzt gibt's noch ein zweites Intro. Hometown, Pennsylvania 2009. Im Harper-Anwesen drei Mann Halloween, viele Monster, Unwesen und haben vier Mädchen in ihrer Gewalt. Ein Team wird zum Einsatzort geschickt, um die Geister zu retten. um die Geister zu retten und die bösen Mädchen hier zu versuchen, um die Geister zu retten und den Spuk ein Ende zu setzen. Oh ja, schön, das ist ein bisschen wie die Originalstory mit den entführten Mädchen, aber. Auswahl treffen! Ich habe gerade irgendwie gedacht, 55, der hat sich einfach gut gehalten. Ain Hill. Ich habe noch ein bisschen Husten. Ich hatte so dermaßen Halsprobleme gehabt. Jetzt ist es schon ein bisschen besser. Meine Stimme muss ich nur wieder dran gewöhnen. Alter 35. Beruf Polizist. Waffen USP, nicht USB. Da schmeißt ihr nicht einen Stick nach euch ins Auge. N4A1. Special Moves Frost Grenade und Gunfire. Wen haben wir noch? Die Melanie Craze, Alter 28 Jahre. 7 Jahre Unterschied, aha. Beruf Polizistin, Waffen USP, Shotgun, Special Moves, HE Grenade, Fireshot. Josie Richter. Josie, das war doch die Freundin vom Raphael aus dem Anstalt, richtig. Alter 26, Beruf Friseurin, Waffen Kehle. Special Moves, Flashlight. Was? Moment, hier so. Flashlight, ja, flash mich mal. Sind sie geblendet? Oh, die Maps. Oh! Keine Waffen. Was ist hier? Links und rechts und bam und bing.
Und oh, Pumpkin Girl, hat schon der Basti gesagt, ist ein neuer Charakter, aber halt hier in diesem Spin-off. Alter, unbekannt, Beruf, Monsterjägerin, Waffe, Ghostbreaker. Das ist doch das Schwert aus der Weihnachtsversion, aus der ersten Version von Haunted Horror, das Anwesen. Richtig, ich erinnere mich. Special Moves, Midnight Wave, Pumpkin. Alles klar, wir haben vier verschiedene Charaktere. Bei der wird es wohl ein bisschen anders ablaufen. Gut, legen wir los mit Ain Hill, unser Favorit. Wupp, wupp. Status Ain Hill. Melanie Grace, Schleuse, rechter Pumpkin Girl. Noch niemand hat's abgeschlossen. Los geht's. Also es wird ein kleines Fighting-Spiel sein, also so wie bei Outrageous, denke ich. Oh, und unsere große Spice, die haben mich getrunken. Mi. Ja, jetzt raten Sie mal, welche Farbe dieser Becher hat. A, rot, B, grün oder C, gelb? Richtige Antwort, grün, wie die Hoffnung. Und jetzt können Sie gar nicht sehen, dass meine Haare schön kurz sind und wieder schön blau gefärbt sind. Also nur hier vorne, also hier vorne werden die blau. Ich habe schon wieder blau gemacht, ja, aber erst nach der Arbeit. Okay, los geht's. Ich muss die entführten Mädchen finden und retten. 31. Oktober 2009. Hey, 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 Kosakin. Hey, hey, leb die Gläser. Natascha, ha, 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 du bist schön. Tovarisch, hey, 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 auf die Liebe. Auf dein Wohl, Mädchen, hey, Mädchen. So, wir müssen also hier tote Geister mit einer Pistole erschießen. Sind da geweihte Kugeln drin? Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Können wir hier speichern? An diesen Büchern kann der Spielstand gespeichert werden. Gut. Speichervorgang. Spielstand gespeichert. Ich kann nicht mal auswählen, welcher. Okay. Wo kann ich die Waffe wechseln? Wir haben einen Charakter. Gut, das sollte ich ja lesen. Ain Hill. Er gilt als erfahrener Polizist und hat mit Hilfe von Melanie Grace sehr viele schwierige Fälle gelöst. Waffen kennen wir schon. Das können wir auch alles gut. Was denn noch? Was haben wir noch? Exit. Nö, laden. Puff, hab mich zwei Schritte bewegt. Das hat mich so ausgepowert, da musste ich erstmal wieder laden. Wie? Also ich habe nur eine Waffe, aber ich kann es... Ah, doch, ich hab... Hund weg bei der Pumpkin. Los, Kürbissuppe für alle. Okay, also okay, das ist das eine Special und das ist das andere Special. Granate! Aber richtig frostig. So, auf dem Schild steht Musikzimmer. Hallo. Und da war auch Medikit. Hallo. Oh, da hast du mir... Ich habe was gelesen. Es hieß, ich soll 10 Gegenstände zerstören. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Es sind wohl die Kürbisse, die ich zerstören muss. Und das wird mir aber auch... Das muss ich nur einmal machen mit einem der 4 Charaktere und das wird mir am Ende angezeigt. Gut, also ich habe eine Heilmöglichkeit. Ich habe den Seitenschritt. Ich hab den Seitenschritt, ich spiele am Klavier. Ta-da-da-tam. Ta-da-da-tam. So. Heilen muss ich mich erstmal nicht. Kann ich mir erstmal noch sparen. Die Maus schon wieder. Hat sich in kleinem Löchlein versteckt. Tut mir leid. Wenn man so lange in einem eingestalten Haus ist, dann muss man mal die Lunge befreien. Abgeschlossen. Neben der Tür befindet sich ein Tastenfeld. Machen wir jetzt auf Twister. Hoch, runter, links und rechts. Handbuch, Steuerung, Aktion, FG und Taste. Menü öffnen, Interaktiv. Tischtür. Egal, Angriff, Tischtür. Special Edition, Tischtür. Bam! Ja, warte. Achso, es sind nur die Kürbisse mit Gruselfratze. Okay. Wo sind die Geister? Wo sind die bösen Buben? Kodade! Haha, ich habe eure Schwachstelle. Ihr könnt nicht über Granaten hüpfen. Achso, und ihr seid dann auch noch eingefroren. Ich gebe euch die kalte Schulter. Und da tut euch im Grabe umdrehen, weil euch denkt, keiner liebt mich. Aber auch wirklich keiner. Haben wir die Karte? Nein. Bam. Oh, da hätte ich jetzt irgendeinen Spruch sagen können. Merke ich mir fürs nächste Mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das Anwesen jetzt in diesem Stil sehen, oder? Auf dem Schild steht Kellergewölbe. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen ein, kann man sagen, Remake? HD Remake? Okay.
Ratatata, 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 ratatatam. Gehst du durch alle Leister durch? Es ist das Phantom, das ist der Opa. Aber zu meinem Tisch, der war doch gar nicht das Phantom. Der war einfach nur ein schönes Musiker. Soweit sehe ich das hier. Der Geist hat mich wirklich erschreckt. Dass der sich aber auch nicht meldet. Erfolggebiet gesichert. Das hätte mir klar sein müssen. Hätte mir klar sein müssen. Wenn es noch nicht heißt, Gebiet gesichert. I see you in hell. Bam. Wenn es nicht heißt, Gebiet gesichert, dann ist da doch irgendwas. Hallo? Granate! Bam, bam, bam. Ich mache euch alle kalt und wärme euch in der Mikrowelle wieder auf. So, was haben wir hier? Oh, Glitzer, Glitzer, Ritzer. Du, Item erhalten, Botanikraumschlüssel. Ulala. Und wärmst noch. Ho, ho, ho. Und hier ein Loch. Kann ich einen abseilen? Moment, was? Ich kann übers Loch laufen. Bin ich Jesus Christ? Nee, der konnte übers Wasser laufen. Schade, dass mir nicht angezeigt wird, wie viele ich jetzt schon zerstört habe. Wie viele Pumpkins. Ja, da muss ich einfach nur aufpassen. Muss ich einfach nur aufpassen. Botanikschlüssel, Raum. Botanikschlüssel verwendet für den Botanikraum. Hallo? Granate? Alles gut. Was haben wir hier? Was haben wir da? Schlüssel B2. Tue ich mich mal ein? Warum nicht? Da waren ja die Gebeine vergraben, das weiß ich noch. Ich habe das Gefühl, da wird irgendwas hinter der nächsten Ecke auf uns warten. Ich war noch nicht in der Küche gewesen mit den vergifteten Keksen. Aua! Aua, hey, hey, hey! Bleibst du wohl fern von mir, du geistige Tier? Erfolggebiet gesichert und einmal. Unable to find file graphics animation state 2. Ja, leck mich doch am verlängerten Rücken. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal zwischendrin gespeichert. Aber nix hier. Nix hier. Alles wieder von vorne. Ja, das ist der größte Horror überhaupt. Die Angst, irgendwas zu verpassen. FOMO. Fear of missing out. Ja. Zum Beispiel ein Speicherstand. Dass man alles wieder von vorne machen muss. Das ist bei der nächsten Angst hier. Die Angst, oh, ich muss alles wieder von vorne machen. Meine ganze Arbeit wird umsonst gewesen sein. Klasse. Klasse. Da muss ich hier meine Sorgen in Limonade ertränken. Und ihr? Geht ihr heute auch so vielleicht Süßes oder Saures? Also ich habe es einmal gemacht als Kind, aber wirklich was rausgekommen ist da nicht. Auf die Plätze, fertig, los. Piep! So, jetzt seht ihr wieder was. Einmal fortsetzen. Von vorne wieder. Ha, das ist der... Hast du La Vista, Baby? So. Na, hier was. Ja, ein Kürbis. Toodaloo, Kangaroo. So, nun weiß ich natürlich nicht, halt die Klappe, Maus. Was war hier? Da war doch was gewesen. Da war doch was gelaufen, oder? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt immer nur an der gleichen Stelle ist, ja, oder in verschiedenen Situationen. Also wenn das jetzt nochmal ist, dann muss ich halt mal den Basti drauf ansprechen. Ha, 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 Granate, 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 Granate. Granate. Stell gestanden! Freeze, Bastard! Bam, bam. Und du auch. Bim, bam. Erfolggebiet gesehen. Was guckst du so blöd? Bam. So, also bevor ich in die Küche gehe, erstmal. Das Radfahrts wird zu radikal auf Level 20. Also bevor ich dann in die Küche gehe, tue ich dann erstmal abspeichern. Na, wo bist du, Geist? Wo bist du, Geist? Kommst du um die Ecke? Ich leg dich um die Ecke.
Danke, wie gesichert. Dankeschön. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Das war doch schon die ganze Zeit. Bam. Das doch war doch schon die ganze Zeit, dass die sich nie öffnen lässt. Hamena, 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 Hamena. Frostgranate. Bam, bam, bam. Oh, Triple Girl. Baby. Das fühlt sich gut an. So, hier noch was zu finden. Hier was. Irgendwo ein Schädel, ein Kürbis in irgendeiner Art und Weise. Nö, alles klar. Portal, Schlüsselraum. Verwendet. Schlüsselraum, Raumschlüssel. Noch keiner schon mal getroffen. Bin ich gut? Das bin ich gut. Und jetzt erstmal abspeichern. Erstmal abspeichern, denn ich habe was geleistet. Und so wie ich es verstehe, ich muss jetzt mit den anderen Charakteren auch jeweils hier das durchmachen. Gut, bei der Melanie Grace und mit Pumpkin Girl stelle ich mir vor, das ist der gleiche Level. Aber wie wird es dann bei der Josie Richter sein, wenn der nur ein Flashlight hat? Muss man dann den Geistern einfach ausweichen? Ist das sozusagen dann der schwierigste Charakter? So, ab in die Küche. Um was zu schnabulieren. Die Seele der Verdammten, zum Beispiel. Hamena, 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 Granate! Na warte, du kratzt mich, ich schieß dir. Ich schieße dir die Augen aus. Hast du überhaupt noch Augen? Da wird schon was gepolt. Bam! Hab dich erwischt. Jawohl, ich bin gesichert und... Ja! Die Küche ist verflucht! Nein! Es liegt in der Küche. In der Küche ist der Braten vergraben. So, meine Damen und Herren, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Es geht dann weiter, wenn dieser Bug behoben ist, der Fluch der Küche. Ja, da muss Meister Proper her. Muss alles ausgewaschen werden. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Ja, das Problem ist jetzt behoben. Ich habe mir, denke ich, die übrigen Dateien geholt, die mir fehlen. Und mittlerweile habe ich festgestellt, die Webcam-Aufnahme ist doch in Farbe, komischerweise. Auf dubiose Weise ist aber die Vorschau bei meinem Programm in schwarz-weiß. Also, war ich ja irgendwie der Wurm drin. Ja, also gut, ich habe jetzt alles eingestellt, was ich brauche, habe es auch ausprobiert. Es sollte jetzt klappen, dass wenn wir jetzt hier die Küche bestehen, dass etwas passiert. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber danach habe ich gleich wieder das Spiel geschlossen, damit wir das hier gemeinsam genießen können. Also, los geht's, die Phantome werden ausgeschaltet. Und zwar mit der Frostgranate. Zack, 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 zack. Au, 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 au. Du ratzt mir doch die Augen aus. Bam, 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 bim, bam. Erfolggebiet gesichert und was passiert? Eine halbnackte junge Dame erscheint. Ui, lolo, da möchte ich doch lieber die verraschen als die Kekse. Kann ich aber gut erstmal heilen. Sicher, sicher. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert, wenn ich mit dir rede. Servus. Ach, das ist die Hexe. Was machst denn du hier? Das ist gar nicht dein Haus. Ist ein anderes Haus. Bist du umgezogen oder was? Hallo, mein Hübscher. Ich verrate dir einen der Codes. Notiere 9064. Ist das deine Handynummer? Ja, sag mal bloß. Probierst du immer noch, mich rumzukriegen? Ich bin auch vergeben. Moment mal, nee, ich bin ja jemand anderes. Du weißt gar nicht, dass ich vergeben bin, aber ich bin vergeben. Ich habe da noch keinen Ring an meinen Finger, aber ich habe jemanden im Herzen. Sei vorsichtig. Harper ist ein mächtiges Wesen, das keine Gnade kennt. Das ist ja komisch, dass uns die Elisabeth hilft. Ja gut, vielleicht ist es ja eben ihre menschliche Gestalt, also nicht ihre Hexengestalt, die noch ein bisschen hier Hilfsbereitschaft inne hat. Gut, ich habe einen Code, sollte ich erstmal speichern? Ich glaube, ich sollte erstmal speichern. Bevor da nicht schon wieder irgendwas zwischendrin passiert. Gut, dann habe ich ja speichern. Soweit habe ich auch einige Kürbisse zerstört. Es gibt Kürbissuppe geben und Püree, vielleicht mit Süßkartoffeln verfeinert, so. Da brauche ich, glaube ich, einen Code, oder? Moment. Und das zweite halbnackte Mädel. Ja, servus. Sie wird wohl von einem Band gefangen gehalten. Ich muss das unterbrechen. Aha. Bam! Und da schlage ich den Springer. Wie auch immer ich das jetzt auf Anhieb gewusst habe.
Okay, der Bann wurde aufgehoben. Und jetzt bring dich lieber in Sicherheit. Und zieh dir was an, draußen fröstet es. So, 4 Mädchen sollen wir retten. Eines habe ich schon mal. Musste ich hier den Code eingeben oder muss das hier sein? Die Tür ist abgeschlossen. Ach so. Auf dem Schild steht Kellergewölbe. Gut, der Code war also hierfür gewesen. Gut, einmal abgespeichert. Das ist jetzt... ich wette, dass es wieder auf der nächsten Etage auch einen Speicherpunkt gibt, oder? Wenn es so wie im Original ist bei Haunted Horror das Anwesen, gab es da oben nämlich auch ein Buch. Dass man nicht die ganze Zeit hin und her laufen muss. Okay, wo sind die nächsten Feinde? Sind sie hier? Natürlich sind sie da und nimm die Granate! In die Fräse! Okay, Hamna und ratatata, ratatata, ratatata. Autsch. Na warte, dich gibt hier Rari. Ach, wie meine Haut. Die habe ich hier doch mit Pepperteen bearbeitet. Bam, bam, Erfolg im Bild gesichert und alles noch in Ordnung. Stück Kartoffel. Stück Kürbis, natürlich. Jawohl, da haben wir ein weiteres Speicherbuch. Sehr schön. Das ist so ein bisschen wie ein Speedrun, habe ich das Gefühl, ja. Also, dass man hier halt nochmal durch das ganze Haus geht und dann hier die 4 Mädchen rettet. Aber halt, Schlüssel B2 verwendet. Ah, dafür der Schlüssel. Aber dafür, dass man hier halt jetzt durchkämpft. Da kommen die Geister. Ratatata, ratatata, ratatata. Bam, 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 bim, bam, bum. Erfolg damit gesichert. Jawohl, again. Und holen wir uns das Seil. Oder holen wir was anderes? Oder ist hier gar nichts zu finden? Gar nichts von Interesse, aber... Schöner Persienteppich. Haben sie vielleicht auf dem Flohmarkt geholt. So. Oh, geht's hier weiter. Ich lade meine Space Shields. Und da kommen sie schon. Hamna. Und. Autsch. Erfolgebiet gesichert. Ich brauche ein bisschen Gesundheit. Hoffentlich treffe ich jetzt nicht schon wieder auf die Bloody Mary. Bitte nicht die Bloody Mary. Nein! Hey, das ist Harper. Das ist Harper, Dude. Autsch. Hätte ich mir davor doch lieber gespeichert. Was macht denn der Harper hier? Was macht der denn hier im Bad? Ah, nee, Moment. War das der Harper oder war das der Butler, der hier die eine beim Baden hier... Wie ist das nochmal das Wort? Unsäglich berührt hat? Hamana, bam. Unsittlich, das ist das Wort. Unsittlich berührt hat. Komm, lauf in meinen Schuss hinein. Gut, also aus dem Badezimmer bleibe ich jetzt erstmal draußen. Das ist schon mal sicher. Weil ich komme da jetzt nicht nochmal raus. Wenn ich aber drin bin, dann bin ich da drin. Okay. Hamana und bam! Granate, nimm die Granate! Beweg dich! Zack. Jawohl. Erstmal hoch, vielleicht ist ja auf dem Dachboden wieder was zum Heilen. Oh, Kürbis. Bam. Aua. Ich überlege gerade, ob ich die Phantome von irgendwoher kenne. Die kommen mir irgendwie vertraut vor. Oder es waren die noch nie in einem... hier war ich ja schon drin. Oder sind die ganz neu hier in dem Spiel? Ich glaube ja, die sind noch ganz neu. Die Kuttendreher, das kommen mir ein bisschen vor, so andere Geister. Ratatata. Komm her. Gummi, rat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 
ein Medikit übrig gelassen, was ich noch nicht benutzt habe. Und das kann ich jetzt nutzen. Das werde ich jetzt nutzen. So, da ist es. Bitte, dankeschön. So, haben wir jetzt nämlich hier den kleinen Bosskampf. Ah, Moment. Lasst mich raten, ich muss gar nicht 4 Mädchen retten. Wir haben ja 4 spielbare Charaktere. Ich muss jetzt nur, habe jetzt das eine Mädchen gerettet, muss jetzt nur noch den Harper besiegen und dann ist es vorbei. Könnte das schön. Nee. Oder doch? Ja, nein, vielleicht, weil ich meine, ich habe, glaube ich... Ah, nee, das Kellergewölbe ist ja auch noch da. Okay. Vielleicht muss ich doch alle 4 retten. Hamna, 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 Hamna. Hä? Okay. Weiche vor der Frostgranate. Hä? Autsch. Hä? Ausgetrickst. Autsch. Hä? Auf engstem Raum hier, also wirklich. Hey. Autsch. Hey, Hessa, hey. Nur noch ein Treffer, dann wäre ich tot gewesen. Item erhalten, Schlüssel, Auge. Nur hoffentlich ist in diesem Bereich etwas zum Auffrischen. Ansonsten bin ich sowas von gelost. Ich glaube doch, das war der Butler gewesen, nicht der Harper selber. Ah, super. Es ist der Boogeyman. Nein, es ist der Totenhändler. Medikit. Hamna. Okay, jetzt machst du hier auf Outrageous Moves. Alter Falter. Bam! Ja, das ist wirklich hier Outrageous Moves. Hier der Feuerball und hier der Schild, der Totenkopfschild. Okay, komm doch her. Nicht da! Nicht die Kiste. Autsch. Ich hatte nicht gespeichert. Ich dachte, ich hätte einen toten Winkel. Also einen toten Punkt, wo mich nicht erwischen kann. Aber gut, wenn er das merkt, dann tut er zunächst einmal... zunächst einmal hier immer wieder sein... Nach dem Schild sofort den Feuerball machen. Okay. Autsch. Komm her. Hehehe. Autsch. Hör auf zu hauen. Solche Kämpfe mag ich nicht auf engstem Raum. So schön kuscheln, muscheln, im Dunkeln nuscheln. Jetzt weiß ich auch nicht, ist die Granate besser oder macht die genauso viel Schaden. Falsche Waffe. Autsch. Ich weiß auch gar nicht, wann der immer zuschlägt. Autsch. Du kannst mich mal. Hei. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich habe zwar eigentlich gesagt, hey, das wird jetzt noch nachträglich hier an Halloween kommen, aber wenn es jetzt so lange dauert und das mit 4 Charakteren, dann werde ich das, glaube ich, einfach nachträglich bringen, am 1. November oder so in der Art, so Anfang November, dann habt ihr noch mal ein bisschen mehr Horror am Anfang. Au!
Ja, hau du ab. Hau du ab. Hau du ab. Hä? Haha, haha, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Jetzt weiß ich, wie du funktionierst. Haha, 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 ich habe dich durchschaut. Mit deinem einen Auge, was fehlt? Ho, 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 ho. Motherflubber. Der hat immer versucht, hier auf der gleichen Ebene wie ich zu sein. Dann habe ich ihn angetäuscht. Wie beim Fußball bin ich links gegangen, bin ich dann rechts gegangen. Dann wurde er zuschlagen und dann war ich schon wieder weg gewesen. Speichervorgang. Bin schon gespeichert. Gut, dankeschön. So. Also, jetzt kommt der gleich der tote Händler. Aber erstmal hier die kleinen Phantome. Die kleinen Phantome aus dem Keks. Aus dem Keksglas. Okay, du bist gestunt. Einmal heilen. Autsch. Okay, da kann ich mich erwischen. Das hat ja eine kurze Reichweite, sein Feuerball. Okay, das kann mich erwischen. Der kann mich erwischen. Aber da nicht. Erwische ich ihn? Nö. Ausweichen. Ausweichen. Totenhändler, Totenhändler hier. Hallo? Wieso konnte ich nicht auf einmal weitergehen? War da ein kleiner Legostein gewesen, wo ich draufgetreten war? Und dann dachte ich mir, oh, die Schmerzen, ich kann nicht weitergehen. Was war denn da los? Oder habe ich einen Balken übersehen? Mit dem Kopf hier. Ich habe Kopfschmerzen, brauche ich eine Aspirin-Tablette. Okay. Ich glaube, die Heilung sollte ich mir erstmal aufheben. Hehehehehehe. Bam? Ja, doch, doch, doch. Wahrscheinlich muss man alle vier Mädchen retten. Okay, wo bist du? Wo bist du? Im magischen Kreis des Bösen. Okay, Schild, Schild, Schild. Haha. Ich glaube, ich weiß, was der Fehler war. Ich wollte diagonal laufen und dann ging es nicht. Schieß. Sehr schön. Bam, bam, bam. Jawohl! Jawohl! Baby, baby. Ach, Tatsache. Tatsache. Dieser Teil hier, da kann man nicht drüber laufen, obwohl das doch eigentlich an der Decke ist. Auf dem TV-Gerät sind die Zahlen 5128 zu erkennen. 5128. 5128. Und wo muss ich die eingeben? Ja, beim Kellergewölbe oder was? Fitzel, Fitzel, alles aus. Nee, Licht. Das Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabimmel, rabum. So, ich habe voll Gesundheit. Ich schraube einen Gut. Wo auch immer ich den einsetzen muss. Und ich habe einmal was zu speichern. Bei dir Vorgang. Sehr schön. Dankeschön. So. Ja, ich glaube, ich werde wahrscheinlich wirklich eine Viererreihe draus machen, ansonsten wird das einfach zu lange. Die Tür ist abgeschlossen. Kann ich hier noch... Ah, nee, stimmt. Am Eingang war auch noch eine Tür gewesen, wo ich einen Code brauche. Diese Tür habe ich beim letzten Mal gar nicht beachtet, sondern bin direkt hin, als ich den Code hatte. Ach so, das ist das. Okay, 5. 1, 2, 8. Nö. 9, 0, 6, 4. Oh, speichern, speichern. Speichern tut der Seele gut. Und wer ist hier? Das dunkle Phantom.
Wurstgranate. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich muss nicht mal ein Puzzle machen, sondern du bist gleich da. Autsch. Aha, du bist genauso wie der Butler. Du bist genauso wie der Butler. Aha. Ich kann verstehen, dass du mich nachmachst. Ich sehe schnucklig aus, hä? Hä? Autsch! Hilfe! Ich bin derbst drauf! Hi, ha, hu! Autsch und hu. Zum Glück habe ich gespeichert. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich frage mich wirklich, ob die Waffen unterschiedlich viel Schaden machen oder ob da einfach lediglich das Special anders ist. Gut, erstmal untersuchen, ob hier irgendwas zu finden ist. Also das Puzzle muss ich nicht machen. Ist da was? Ist da was? Nein, sondern gleich hier. Mein Bücherzwilling. Mit rot unterlaufenden Augen. Der war so viel zu lange vorm Bildschirm gesessen. Autsch. Hehe. Ausgetrickst. Die Waffe schießt schneller. Aber vielleicht kann sie nicht so viel Schaden austeilen. Hihi. Hui, ui, 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 ui. Hehehehehe. Ella Badge, Ella Badge, Ella Ella Badge, Ella Ella Badge. Erfolg gesichert. Wupp, wupp, die Daisy. Was haben wir hier? Eine Zahlenkombination für ein Tastenfeld. 2022. Muss ich mir. Ändern die sich jedes Mal oder kann ich mir das dann einfach so merken? So. Hier nochmal? Nee. Für ein Tastenfeld. Wo habe ich ein Tastenfeld noch nicht gesehen, nicht behandelt, nicht besucht? Vielleicht ist das sowas wie für ein Safe oder sowas. Oder für das Kellergewölbe. Wobei ich glaube, ich mehr da einen Schlüssel brauche. Überlege, überlege, überlege. So viele Türen sind ja gar nicht mehr zu finden. Tür ist abgeschlossen. Hier was zu finden? Kann ich da was eingeben? Nix. Nein. Nada. Niente. Ja, dann Schlüsselkowski. Wo? Wo, 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 wo? Hier was beim Bücherregal. Hier unten noch was zu finden. Hm. Also es ist... Ich sag mal so, für ein Spin-Off ist es schon was, ja? Also, dass man hier wirklich mit seinen Waffen hier die Geister bekämpft. Aber ansonsten tut mir, glaube ich, das normale Haunted Horror eher liegen. Ja, einfach hier, das ist mehr dann halt Horror und Mysterium. Hier ist es einfach nur wieder Bam, 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 Knalle, Boom, Knalle, Boom. Mach sie alle tot. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Schade, schade. Ist hier noch was? Vielleicht ein Code für den Computer. Nein. Nö. Ich bin gerade ein bisschen perplex, weil ich weiß nicht, wo ich noch hin kann, wo jetzt nichts war. Oder war da oben links, wo das Seil zu finden ist? Ist da. Ja, hallo. Elisabeth. Wollen wir es auf dem Moos hier treiben oder was? Nix da, nix da, nix da. Na, Aiden, was hältst du davon, wenn wir uns beide vergnügen? Raus aus meinem Kopf. Nix da, nix da. Ansonsten tue ich mir auf einmal hier Kleeblätter aus dem Hintern zupfen. In dieser heruntergekommenen Bruchbude? Ich glaube nicht. Hallo, du hast eine Freundin. Was ist das für eine Antwort? Ach, ist doch egal, Aiden. Komm schon und sei nicht so schüchtern. Du bist schon sehr reizend, aber nein, danke, ich habe Melanie. Das ist die erste Antwort sein sollen. Oh, aber das macht doch nichts. Lass es uns trotzdem treiben. Hört's auf damit, Elisabeth. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Wie du willst. Dann vernachlässige mich ruhig, du verdammter Kerl.
Oh Mann, ich glaube, ich habe ihr Herz gebrochen. Naja, was soll's. Du hast ihr Herz gebrochen, weil ich habe schon ihren Körper gesprochen. Gut, das war jetzt aber nicht das, was ich hier wollte oder was ich brauchte, weil ich suche ein Tastenfeld. Sollte ich mich heilen? Ja, sicher. Wo ist das Tastenfeld? Hier? Das wär's doch jetzt. Das wär's, wenn ich da jetzt dann endlich diese Tür öffnen könnte. Ich wette, dass ich wieder irgendwelche Türen übersehe. Mit irgendwelchen Tastenfeldern. Hallo? Halli? Hallo? Hallösche? Wer sitzt denn auf dem Klösche? Einmal speichern. Gut. Hier scheint nichts zu sein. Ah, bin ich blöd. Da war ja doch noch das eine Zimmer mit dem Laptop gewesen. Zum Glück ist es mir jetzt wieder eingefallen. Ja, sorry. Ich habe nämlich ein Problem, wenn da die Türrahmen sind. Hallo, das zweite Mädchen. Ich habe ein Problem, da Türen zu sehen. Bam. Sie wird wohl von einem Mann gefangen gehalten. Ich muss das unterbrechen. Wo ist die Figur? Wahrscheinlich der Safe. Moment. Kann ich den schieben? Einmal das Loch runterschieben? Ist hier irgendwo eine Schachfigur, die ich nicht sehe? Einmal hier runter? Ach! Moment! Habe ich gerade hier die... Für eine kleine Spinne hat die aber ziemlich viel Blut in ihrem Inneren, oder? Okay, ich schieße einfach mal wild rum. Vielleicht triffe ich ja irgendwas, wie zum Beispiel die Spinne. Nee, nichts passiert, okay. Den Tresor kann ich auch nicht schießen. Okay, was tun, was tun, was kann ich tun, was soll ich tun? Kann ich den ziehen? Kann ich den schieben? Ach so, ich musste den Safe mit einem Special zerstören. Okay, der Band wurde aufgehoben. Und jetzt bringe ich lieber in Sicherheit. Und das war Mädchen Nummer 2. Und zieh dir bitte wirklich was drüber. Draußen regnet es in Strömen. Gut, ich habe jetzt soweit die ganzen Codes verwendet. Aber ich bräuchte, glaube ich, noch einen Kellerschlüssel. Und ist der vielleicht hier oben? Ist der hier zu finden? Hier im Loch, da im Loch, da auf dem Sofa, hier im Regal. Der Laptop? Da muss irgendwo was passieren. Irgendwie, irgendwo, irgendwann fängt wohl das Schauermärchen an. War da unten noch eine Tür oder war da nur ein Sofa? Ho, ho, ho. Hi, hi, hi. Gehen wir nochmal ins Bad. Vielleicht ist ja was aufgetaucht. Ah, Moment, hier war ja auch eine Tür. Ne? Doch, da war eine Tür. Ich wusste es doch. Nee. Ach, das für 5, 1, 2, 8 hatte ich noch nicht, richtig? Yo, der Jovo erinnert sich, es gibt Türen zu Räumen. Haha. Das störe ich hier in den Lesezirkel. Schlüssel, Kellergewölbe. Hey. Hallo. Abstand, bitte Abstand. Super, zum Glück ist da was zum Heilen. Okay. Letztes Spukgespenst. Komm her. Erfolg, Gebiet gesichert und heilen. Danke. Also zumindest habe ich jetzt wieder alle Räume im Kopf, die es gibt. Ja, und ich weiß, wo ich jeweils den Code benutzen muss. So, einmal speichern. Zwei Mädchen habe ich schon gerettet. Das ist schon mal die Hälfte, 50-50.
Brauche ich jetzt bei Münzen noch weitere Kopf oder Zahl? Was werden sie mir geben? Okay, Date war jetzt wirklich sehr, sehr sputzig, sehr versaut, sehr... Hey. Das war ungezogen, der Witz. Okay. Okay, Date ist zu einfach. Dass ich die von hier oben erwischen kann, Date ist zu einfach. Oh, ich kann einfach durch. Ich glaube, ich gehe nochmal raus. Und tu einfach speichern hier beim großen Buch der Bücher. Speichervorgang, danke. Soweit habe ich, glaube ich, wirklich jeden Kürbis gefunden und zerstört. Was ist hier? Das ist doch meine Tochter. Selber wird wohl von deinem Band gefangen gehalten. Ich muss das unterbrechen. Störpferd! Und der Teddy auch. Okay, Sarah, der Band ist gebrochen und jetzt bring dich lieber in Sicherheit. Okay, Dad, ich warte vor dem Anwesen, bis du alles erledigt hast. Sah die nicht anders aus? Ich kann mich irgendwie nicht an grüne Haare erinnern. Aber gut, man kann Haare färben. Kann man jetzt meine blauen Haare jetzt auch schon sehen? Gut, das haben sie auch am Anfang des Videos gesehen. Ich hab's ja bloß nicht gesehen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Hier noch was. Speichervorgang. Gut, bin ich dann gespeichert. Ich habe volle Gesundheit. Und dann geht's jetzt los. Denn hier wird wahrscheinlich hier wieder großer Boss warten. Bam. Okay. Wie kriege ich die Tür auf? So kriegt man die Tür auf. Okay. Sie wird wohl von einem Mann gefangen gehalten. Ich muss das unterbrechen. Ach stimmt, es waren ja drei Mädchen. Und dann noch hier meine Tochter. Moment. Aha. Ach so. Nur, da muss man es mit einer bestimmten Waffe zerstören. Jojo. Okay, der Bann wurde aufgehoben. Und jetzt bringe ich lieber Sicherheit. Zumindest bist du ordentlich angezogen. Zumindest du. Tschüssikowski. Und jetzt kommt hier der große Haber und sperrt mich ein. Alles klar. Ich habe alle Mädchen gerettet. Und wer rettet dich? Wer rettet dich? Hä? Aus dem Höllenloch? Sag ich doch. Du gehst nirgendwo hin. Brett Harper, es wird Zeit, dass du zur Hölle fährst. Du hast meine Blinde durchkreuzt und dafür bleibst du hier gefallen. Und die Ruby ist auch hier. Los, Ruby, schnappen wir uns den Handring. Zu Befehl, mein Meister. Keine wird dem Anwesenden kommen. Das könnte euch so passen. Jetzt ist Zahltag für das, was ihr getan habt. Also über zwei Gegner auf einmal. Hehehehe. Okay, ich wurde bisher noch nicht getroffen. Das ist gut. Bloß nicht einkesseln lassen. Was macht er jetzt? Hilfe. Okay, ich glaube, ich bin gerade in der Patrouille. Jetzt habe ich mich wirklich hier selber hier fällt. Oder doch nicht. Oh Gott. Kann man sie dann die ganze Zeit einfach in der Zelle verstecken und dann stehen sie auf der anderen Seite und horchen? Das probiere ich jetzt aus. Nimm die Granate. Aua. Okay, du kommst rein in die kleine Zelle. Okay, das... Gut, meine erste Strategie, die ich hatte, das war die richtige. Okay. Hexenlesezirkel. Anscheinend macht die keine Specials. Okay. Also deine Assistentin, ich glaube, die tut dir eher Beine stellen.
Das hat nämlich verhindert, dass er zu mir kommen konnte, wenn die Ruby da steht. Haha, haha, haha. Was für eine schöne Assistentin du doch hast. Bam, bam, bim, bam, bum. Los, stirb, 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 Ruby. Ruby, 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 Ruby. Okay, sie ist schon mal tot. Sie ist schon mal tot. Ich finde aber auch gut, dass man hier über den ganzen, dass man über den ganzen Raum schießen kann. So, und jetzt durch die Wand. Durch die Wand. Rollgebiet gesichert! Okay, der Scheißkerl und seine Dienerin waren erledigt. Hui. Wahrscheinlich könnte man das einstellen. Wahrscheinlich solltest du das auch machen. Ansonsten kann man das so richtig ausnutzen. Hey, oh gut. Einmal geheilt, einmal gespeichert, weil irgendwas wird wahrscheinlich noch kommen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Oder da? Oder da? Habe ich irgendeinen Kürbis übersehen? Ich glaube nein. So, dann geht's heraus. Hinaus aus dem Haus. Bei dem bescheidenen Wetter. Und, habe ich alle Kürbisse? Okay. Ich bin jetzt einfach draußen. Moment. Fortsetzen. Moment. Nicht neues Spiel. Ich muss jetzt fortsetzen machen. Gut. Ich werde jetzt erstmal schauen, ob jetzt angezeigt wird, wie viel ich jetzt noch machen muss. Also mit dem Angel habe ich es abgeschlossen, meine Damen und Herren. Jetzt kommt die Melanie Crazy. Sie hat ein bisschen andere Waffen. Vielleicht auch andere Gegner, was weiß ich. Gut, wählen wir aus und... Alles klar, das Zeichen bedeutet, ich habe alle Kürbisse zerstört. Aber anscheinend muss ich das doch mit allen Charakteren machen. Oder habe ich da was... Ich dachte, der Basti hätte geschrieben, ich musste es nur mit einem Charakter schaffen. Oder ich könnte es jetzt auch mit allen Charakteren machen und dann habe ich es. Dann hätte ich es. Aber gut, ich hätte alle Kürbisse auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut. Dann wollen wir mal. Irgendwo in dem Anwesen müssen die Mädchen sein. Ich weiß auch schon, wo. Zack, 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 zack. Okay. Und Granate? Was hast du für eine Granate? Bäm, Feuergranate. Jawohl. Die einen werden tiefgefroren, die anderen werden getoastet. An diesem Büchern kann das Spiel schon gespeichert werden. Ja, speicher bitte. Danke. Gut, meine Damen und Herren. Dann beende ich hier die erste Ausgabe von Haunted Horror Fighter, ja? Also, da das ja doch ziemlich viel wäre und das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt alles mache, machen wir es doch so, ja? Das ist jetzt ein guter Kompromiss. Ich mache jetzt das erste Video an Halloween, dann wissen Sie, aha, da kommt doch was, da ist doch was. Und dann werde ich die nächsten Tage jeweils dann ein Video hochladen und dann werden wir am Ende sehen, wenn Halloween vorbei ist, wenn die dunkelste Nacht der Nächte wieder vorbeigezogen ist und das Licht der Hoffnung wieder scheint, was uns am Ende erwartet von diesem Spiel. Und wenn Ihnen diese erste Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.